Alles klar, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Mario und Luigi, die Superstar Saga. Letzte Runde, wo war ich da eigentlich? Verdammt! Ach genau, wir haben Prinzessin Peach gerettet, also die Flugbahn freigemacht. Und sind jetzt auf dem Weg nach Little Town Town. Genau, so hieß die kleine Toadstadt. Da muss ich aber kurz überlegen, wo war denn das nochmal? Helf mir mal bitte, Map. Da hinten. Also am Schloss rechts und dann hoch. Okay. Jawohl, direkt starten wir wieder mit einem Fail. Aber es ist nicht schlimm. Hallo, Lucky Two. Lucky Two, Two. Lucky Two. Oh, yes. Ich brauche mal Luigis Sprungkraft. Oh, scheiße. Jetzt wurde er getroffen. Jawohl, also mit dem Hammer drauf und bam, weg ist er. Und nochmal und bam, ist er auch weg. Sind ja keine wirklichen Gegner mehr. Zack. Auch wenn Luigi dadurch dann Negativpunkt bekommt, aber ist ja nicht weiter schlimm. Hauen wir erstmal das Pixie-Beanie weg und du kümmerst dich eigentlich mal um Lucky Two. So, weg damit. Wir sind unzerstörbar. Bam. Jawohl. Eine Ahadia. So. Jetzt brauchen wir einmal Strom, bitte. Dankeschön. Jetzt könnte ich es eigentlich einmal ausprobieren. Gegen die Gegner. Egal. Wir sind unwiderstehlich. So, jetzt haben wir das geöffnet. Mal gucken, was steht denn hier drauf? Gröltal Brunnenburg. Na, gehen wir erstmal hier rein. Immerhin haben wir das jetzt mit unserer magischen Power geöffnet. So, Luigi, holen wir mal die Bohne daraus. Danke. Hallo, Lucky Two. Na? Wer ist das denn? Danke. Ah. Okay, hier ist eine Höhle. Speichern. Alles klar, wir schauen uns alles mal an. Wo sind wir denn hier? Bohnenland Ost. Wohnhöhle. Klingt ja sehr ungegnerisch. Alles klar, warum ist denn hier ein Speicherpunkt? Oh, hallo. Hallo. Nee, ich hatte euch dunkle Stimme gegeben. Wenn das nicht Mario und Luigi sind. Wie geht's? Wie steht's? Wir sind hinterher hierher umgezogen. Die Zimmer sind größer und es arbeitet sich hier auch viel besser. Und seid ihr zufrieden mit unseren Hämmern? Wir können die Hämmer auch noch etwas solider machen. Wenn ihr wollt, für lau. Hämmer solider machen? Klar. Also los, Bruder, frisch ans Werk. Jetzt sind sie Silber. Schon fertig. Die Hämmer sind verstärkt worden. Du hast super Hämmer erhalten. Yeah, cool. Einige der Felsen, die bisher zu hart waren, könnt ihr jetzt zerstören. Probiert die neue Kraft an der Hämmer, Hämmer gleich mal aus. Kommt demnächst nochmal wieder. Dann machen wir eure Hämmer noch etwas härter und besser. Okay, also können wir damit jetzt graue Blöcke kaputt, also graue Steine kaputt machen. Alles klärchen. Was ist hier? Hallo? Ich bin der verspielte Steinblock. Spielt mit für nur 200 Münzen. Das wollt ihr doch, oder etwa nicht? Habe ich überhaupt so viel? Ich weiß es gar nicht, aber ich denke mal schon. Schlagt einfach einen Teil mit dem Hammer kaputt. Mit etwas Glück bekommt ihr einen tollen Preis. Daneben. Was reicht, wie viel Geld habe ich überhaupt? Oh, komm, ein Spielchen geht noch. So. Jetzt hat man rechts. Jetzt schlagt einfach ein Teil mit dem Hammer kaputt.
Okay. Here we go. Du erhältst 300 Münzen. Yeah. Noch eine Runde. Da muss doch irgendwas anderes außer Münzen noch drin sein. Ja. Was ist das? Du erhältst die erste Rolle der Mysterien. Ihr habt eine neue Paarattacke gelernt. Erprobt sie im Kampf. Alles klar, dann war das wohl das, weswegen wir hierher gekommen sind. Oder weswegen wir da in die Höhle gehen konnten. Wollte mal ein bisschen Feuer. Oh. Wollen wohl kein Feuer. Aber auf jeden Fall bessere Hammer. Yeah, hat es ja voll gelohnt hier. Was ist denn hier noch? Aha, okay, nicht viel. Ah, jetzt kommen wir hier wieder raus. Cool. Alles klar. Lucky Two, gib mir nicht um den Sack. Das ist gar nicht da. Okay. Da oben geht's zum Gröltal. Da wo wir. Ach genau, wir brauchten auch die Hämmer, um hier durchzukommen. Ja. Schauen wir uns trotzdem noch ein wenig hier um. Könnte noch irgendwas sein. Hier sind wieder Fliege, paar Medi-Coopers. Aber anscheinend nicht viel. Gehen wir einfach mal weiter, dann können wir auch mal die neue Paar-Attacke ausprobieren. Das ist oben. Wasser. Tja, als ich jung war, hatte ich nur Blödsinn im Kopf. Und wenn mein Kumpel Wasser im Mund hatte, habe ich ihn von hinten gekitzelt. Und er konnte sein Lachen nicht mehr unterdrücken. Er hat das ganze Wasser ausgespuckt. Jetzt finde ich das ziemlich trivial, aber als ich jung war, fanden wir das alle irre witzig. Hier ist irgendwie so ein Samen. Ui, eine ganze Menge Samen sogar. Probieren wir doch einfach mal aus, was passiert, wenn da ein bisschen Wasser drüber kommt. Was, wir sollten sie von hinten kitzeln? Kitzel! Geh schon, lauf! Wir kriegen auf jeden Fall ein paar Plattformen. Na? Der Gesichtsausdruck war auch gut. So, ich weiß ja nicht, ob es jetzt wichtig ist, aber ich mache einfach mal alle Blümchen. So. Und zackig. Na, lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Alles klar, eine Blume noch. Dann haben wir's. Oh, und ich sehe, ich nehme zumindest schon fast 10 Minuten wieder auf. Zumindest läuft die Audacity-Schuhe schon wieder fast 10 Minuten. Alles klar. Okay, jetzt hier hoch. Und hepp. Komisch, dass auch immer nur Grinsebohnen rauskommen. Nie was anderes. Was ist das hier? Oh. Okay, da kann man also auch Grinsebohnen rausbekommen. Interessant. Ein Maulwurf. Ein Mr. Maulwurf. Hallo. Glückwunsch! Wer zu mir kommt, der hält von mir ein kleines Souvenir. Du hältst roten Pfeffer. Du erhältst grünen Pfeffer. Pfeffer. Und da ist auch nochmal so ein Blümchen.
Alles gleich. Was macht denn der rote Pfeffer und der grüne Pfeffer? Roter Pfeffer mehr Angriffskraft und Gewicht. Und grüner Pfeffer mehr Verteidigung, weniger Gewicht. Alles klar. Also war das jetzt auch eigentlich wieder nur so ein Special-Eckchen, aber das war ja abzusehen. Weil wir ja hier vorne durch müssen. Aber jetzt gucke ich mir das hier auch noch an, was ich nicht angucken kann. Da hinten irgendetwas. Ach, das ist die Blume. Mit denen hier kann ich auch immer noch nichts machen, oder? Hm. So, lange genug geguckt, jetzt gehen wir auf zu Prinzessin Peach. Mario, Luigi. Entschuldigt, habt ihr lange warten müssen? Und seid ihr bereit? Passt mir bitte ganz, ganz, ganz gut auf Prinzessin Peach auf. Wir kommen bald wieder. Also ihr zwei, los, wir gehen nach Little Tao Town. Prinzessin, passt gut auf euch auf. Habe ich nicht vergessen, etwas Wichtiges zu sagen? Ja, genau. Mario, warte. Ach, zu spät. Mario, Luigi. Mario, ich wollte dir noch etwas sagen. Wenn die Prinzessin von der Bildfläche verschwindet, so wie jetzt, dann kommen sofort Monster. Also, lass Prinzessin Peach nicht aus den Augen. Wenn sich die Prinzessin zu weit vorwagt, dann sprich sie einfach darauf an. Ich habe ihr gesagt, dass sie dann ganz einfach die Richtung wechseln soll. Also, ich verlasse mich auf euch. Alles klar, auf zum kleinen Peach-Minispiel mit ein paar neuen Gegnern. Und zwar wären das einmal Sandgumbas und Pokisniftis. Sniffies. Was haben wir denn hier für eine neue Schwungbrüder? Ja, doch. Okay, probieren wir die mal aus. Boah, 6 Brüderpunkte. Okay. Scheint wohl nicht so effektiv zu sein. Scheint auch nur ein Angriff von Mario zu sein. Zumindest jetzt nicht gerade nicht gegen die. Habe ich jetzt noch nicht ganz kapiert, das Angriffsmuster. Ja. Sieht man ja auch, wenn ich schmeiße Luigi mal nicht nochmal rum. Gesünder ist das. So, ja, press mal. Übrigens, was mir auch jetzt gerade mal einfällt. Entschuldigung wegen letztes Mal dieser leichten Asynchronität. Ich hoffe, dass es natürlich dieses Mal nicht so laufen wird. Gegen Mario. Ein Pilz. Also war es gar nicht so schlecht, dass ich falsch ausgewichen bin. Aber egal. Auf jeden Fall, irgendwie hätte ich wirklich meinen PC neu starten sollen, weil dadurch hat sich die ganze Videospur verschoben und ja. Gegen Mario. Also gegen Luigi. Okay, dann muss ich stehen bleiben. So, und die Pokesniffies. Snifties. Ich nenne sie jetzt einfach Snifties. Auch wenn es Sniffit ist. Meine Güte, sind die zäh. Und, Mist. Ein wenig zu spät. Gegen Luigi. Pilz. Komm schon jetzt. Ach komm, das sind doch bestimmt Pflanzen. Mögen doch bestimmt keinen Blitz. Na gut, Blitz können sie ab. Und Feuer müssten sie eigentlich auch abkönnen, da sie in der Wüste wohnen. Aber wir probieren es trotzdem mal. Okay. Da ist die Achillesferse. Also müssen wir einmal die Peach wieder retten. Peach.
Erwischt. Ob die auch gegen die Hand allergisch sind? Ne. Gegen diese Hand? Ne. Okay. Also einfach nur mit dem Hammer drauf, weil springen ist ein wenig schmerzhaft. Und weg. Und ja. Zack. Und nochmal. Und zack. Oh, Nüsse. Na, kommt schon. Ja. Mario, du machst schon mal die Pokies. Und Luigi kümmert sich so lange um den kleinen Goomba. Gegen Luigi. Ah, zu spät. Wieder gegen Luigi. Naja, wo soll das jetzt wohl sein? Aber richtig, ganz schnell. Dankeschön. Mario. Ah, verdammt. Oh nö. Jetzt nochmal dem Goomba ausweichen. Ah, verdammt. Dann hol dein Bruder auch mal wieder. Aber den diesmal mit dem normalen Pilz. So. Och Mensch, ich sehe mal zu spät, ob das jetzt ein richtiger Schuss oder ein hoher Schuss ist. Ob man das wohl irgendwie noch erkennt? Also ich bisher nicht. Okay, du machst die Hand gegen den Poki. Boom, er ist tot. Ja, und der Goomba ist auch ja nicht tot. Na, geht doch. Ich glaube, ich habe vielleicht was entdeckt. Oder auch nicht. Ich dachte jetzt vielleicht, ob sie den Mund nochmal bewegen, nachdem der Arm schon stillgestanden hat. Wenn sie normal schießen. Oh, Peach. So, wieder raus aus der Höhle. Und Peach rennt eigentlich wieder weg. Also Peach darf uns jetzt nicht außerhalb des Bildschirms geraten. Natürlich müssen wir dabei auch immer wieder kämpfen. Zum Beispiel hier... Ich habe doch nur Peach berührt. Komm, hat mich gar nicht berührt. Huch, zu früh. Mario. Nee. Du machst die Hand auf Pokey. Einfach damit der schon mal gut wegstecken muss. Und Luigi schmeißt ein Nüsschen. Haben wir ja vorhin welche bekommen von. Ah, oh, zum Glück falsche Taste gedrückt. Dankeschön. So, Hand gegen den Pokey. Bam. Und Haps auf den Kopf. Ha. Zuck. Ja, bist noch. Ah, falscher Gegner. Egal. Werde ich, glaube ich, überleben. Ich weiß einfach nicht, ob sie hoch oder tief schießen. Das wäre echt noch so eine Sache, die man echt vielleicht... Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja dafür auch irgendwas, woran man es erkennt, aber das habe ich dann noch nicht herausgefunden. Weg mit dir. Und Mario ist auf Level 23. Oh yeah, und damit beende ich ja dann auch ziemlich gleich wahrscheinlich die Folge. Indem ich jetzt noch HP ein wenig dazugebe. 4 Stück, jawohl. Oh, und Luigi ist auch nochmal Level Up. Und der könnte eigentlich noch ein bisschen BP gebrauchen, aber ganz deftig. Komm schon.